Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Schröder hat für seinen Reformkurs erneut die Rückendeckung des SPD-Vorstands erhalten. Mit 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen billigte die Parteispitze den überarbeiteten Leitantrag zur Agenda 2010 für den Sonderparteitag am 1. Juni. Schröder soll, wie Teilnehmer berichten, erneut mit Rücktritt gedroht haben. Ein Perspektivantrag für weitere Reformbestrebungen fand fast geschlossene Zustimmung. Der Kanzler hat kurzen Prozess mit dem Iwan gemacht. Der gleichnamige Perspektivantrag, mit dem hohe Vermögen stärker belastet werden sollen, heißt jetzt anders. Den neuen Namen muss man sich aber auch nicht merken, weil Schröder den Ex-Iwan erst einmal auf die lange Bank geschoben hat. Was den Antrag mit diesem etwas merkwürdigen Namen angeht, wird niemand der SPD verwehren, über die fernere Zukunft zu diskutieren. Ich als allerletzter. Mir geht es aber darum, dass es klar, dass im Vordergrund des Parteitages die Umsetzung der Agenda 2010 steht. Der Perspektivantrag, der auch auf Verschärfung der Erbschaftssteuer abzielt, sollte hartnäckige Gegner beschwichtigen. Offenbar mit Erfolg. Das ist ein Beschluss, der eine gute Grundlage ist, dass wir uns am 1. Juni einigen. Ein Ja zum Perspektivantrag bedeutet aber noch kein Ja zur Agenda. 5 der 45 SPD-Vorstandsmitglieder blieben beim Nein. Eine Agenda 2010, die aber antritt, Arbeitslosigkeit abzubauen und den Haushalt zu konsolidieren und dieses Ziel nicht erreicht, der kann ich nicht zustimmen. Die Linke sperrt sich, obwohl im Leitantrag zur Agenda kleinere Korrekturen vorgenommen wurden, wie beim Übergang von der Arbeitslosen zur Sozialhilfe. Im Kern aber bleibt die Agenda erhalten. Sie können sich vorstellen, dass ich mit diesem Ergebnis sehr, sehr zufrieden bin, weil es den Erwartungen, die ich an die Disziplin und Geschlossenheit der Partei immer gehabt habe, durchaus entspricht. Insofern habe ich den Beschlüssen nichts hinzuzufügen. Aber doch noch so viel. Schröder hat erneut mit Rücktritt gedroht, falls die Agenda scheitert. Während der Kanzler in Berlin versucht, die Reihen zu schließen, organisieren die Gewerkschaften weiter den Widerstand. Am Abend in Offenbach begrüßen sie sehr herzlich als Gastredner Oskar Lafontaine. Als verheerendes Zeichen hat Bayerns Ministerpräsident Stoiber die anhaltende Reformdebatte in der SPD gewertet. Schon wegen der lahmenden Konjunktur dürfe es 5 Jahre lang keine Steuererhöhungen geben, forderte der CSU-Chef. Er warnte den Kanzler in dieser Frage so wörtlich, faule Kompromisse mit der SPD-Linken einzugehen. Das Schicksal der noch verbliebenen 15 Sahara-Geiseln, unter ihnen 10 Deutsche, bleibt ungewiss. Der algerische Generalstab wies am Abend Berichte über ihre Befreiung zurück. Es werde aber weiterhin alles getan, um dieses Ziel zu erreichen, heißt es in einer Erklärung. Zuvor hatten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Militärkreise übereinstimmend berichtet, die Verschleppten seien in den Tamilrik-Bergen freigekommen. In der Region war vor knapp einer Woche die erste Gruppe befreit worden. Gute Aussichten am frühen Nachmittag in Illisi. Militärkreise bestätigen, dass die zweite Gruppe der entführten europäischen Touristen befreit ist. Die Aktion sei gut abgelaufen, sagen Angehörige des Militärs wörtlich. Kurz darauf ergeben die Recherchen bei den einheimischen Tuareg dasselbe. Alle bereiten sich darauf vor, dass die 10 Deutschen, 4 Schweizer und ein Niederländer noch heute nach Algier geflogen werden. Das Auswärtige Amt hält sich streng zurück und bestätigt nichts, ebenso das Schweizer Außenministerium. Am frühen Abend dann die Enttäuschung. Das algerische Verteidigungsministerium dementiert. Die Geiseln sind noch nicht aus dem Tamilrik-Gebirge bei Illisi befreit. Der Chef der Spionageabwehr, Generalmajor Smaïn Lamari, kann noch keinen Erfolg melden. Er ist seit Sonntag in der Region Illisi, um mit den Entführern zu verhandeln. Er soll ihnen freien Abzug in ein Nachbarland, Mali oder Libyen, und Straffreiheit anbieten. Über ein Lösegeld wird offiziell nicht gesprochen. Heute Abend werden die 15 Touristen offenbar immer noch im Wüstengebirge festgehalten. Zu den Reaktionen in Berlin auf die Spekulationen im Geiseldrama. Dazu jetzt direkt aus dem Hauptstadtstudio Joachim Wagner. In Regierungskreisen hat man heute Meldungen über eine angebliche Geiselbefreiung von Anfang an misstraut. Denn bei mehreren Nachfragen in Algerien wurde eine Befreiung nicht bestätigt. Warum die Meldungen über eine Befreiung erst Stunden vom algerischen Generalstab dementiert worden sind, versteht in Berlin niemand. Eine mögliche Erklärung, eine Aktion hat stattgefunden, ist aber abgebrochen worden, wird als Spekulation eingestuft.
In der Regierung weiß heute niemand, was wirklich passiert ist. Man setzt trotzdem weiter auf eine gute Zusammenarbeit mit den algerischen Behörden. Nach dem Streit um den Irakkrieg hat Bundespräsident Rau Europa und die USA aufgerufen, zu einer neuen Gemeinsamkeit zu finden. Nur so könnten die aktuellen Probleme gemeistert werden, sagte Rau in seiner Berliner Rede, die diesmal der Außenpolitik gewidmet war. Für Deutschland mahnte er angesichts der gewachsenen internationalen Verantwortung eine breite Debatte über die Zukunft der Bundeswehr an. Weltweiter Terror, Kriege, der im Irak als jüngstes Beispiel. Den Bundespräsidenten treibt die Frage um, wie Konflikte zu lösen sind, wann Gewalt wirklich das letzte Mittel sein darf. Ich sehe allerdings die Gefahr, dass wir von Ultima Ratio reden, dass in Wirklichkeit aber ein Gewöhnungsprozess einsetzen könnte, an dessen Ende militärische Intervention und Krieg ein Instrument unter vielen ist. Deshalb fordert Rau mehr Mut für zivile Lösungen. Gebraucht werde eine Reform des Völkerrechts, damit es Diktatoren nicht mehr schütze. Die Vereinten Nationen und ihre Organisationen müssen in Zukunft das wichtigste globale Instrument multilateraler Politik sein, trotz aller Fehlschläge der Vergangenheit. Für Europa bedeutet dies, sich seiner Stärke bewusst zu werden. Frankreich und Deutschland blieben der Motor der europäischen Einigung. Dann kann ein einiges Europa auch zu einem außenpolitischen Faktor in der Welt werden. Meinungsunterschiede wie die zwischen Washington und Berlin gehörten offen diskutiert. Aber mich hat an vielen Stellungnahmen und an vielen öffentlichen Äußerungen die Wortwahl, die Tonlage und eine falsche, überzogene Personalisierung gestört. Im Wesentlichen stützt Johannes Rau die Politik der Bundesregierung. Nicht immer in deren Stil, aber in den außenpolitischen Grundlinien. In der EU wird der Ruf lauter, den Stabilitätspakt zugunsten höherer Militärausgaben zu lockern. Bundesverteidigungsminister Struck unterstützte heute entsprechende Vorschläge Italiens und Frankreichs. Danach sollen die Rüstungsinvestitionen von der EU-Schuldengrenze ausgenommen werden. Struck äußerte sich am Rande eines Treffens der EU-Außen- und Verteidigungsminister in Brüssel, bei dem es auch um die Irak-Politik ging. Entspannungspolitik nach dem großen Zerwürfnis. Die Europäer suchen den gemeinsamen Kurs. Untereinander und im Verhältnis zu Amerika, insbesondere in der Irak-Politik. Seltener Gast, der NATO-Generalsekretär. Er will die NATO als Ordnungsmacht im Irak. Polen will das auch. Der polnische Außenminister, dessen Land den Amerikanern sogar eine Division versprochen hat, wirbt in Brüssel um NATO-Militärhilfe, denn Polen hat sich in dieser Frage übernommen. Nein, wir haben nichts dagegen, dass beispielsweise auf polnischen Wunsch oder vielleicht auch auf Wunsch anderer NATO-Staaten die Militärexperten der NATO prüfen, welche Hilfe könnte die NATO im Irak leisten. Und dann käme die Entscheidung an Deutschland unter den Bedingungen, die ich eben nannte, nämlich nur ein UNO-Mandat würde uns veranlassen, über auch das, die Entsendung von deutschen Soldaten in den Irak nachzudenken. Also vorerst keine deutschen Soldaten in den Irak. Bei der NATO heißt es, Polen brauche vor allem Kommunikationstechnik und Planungshilfe, aber keine militärische Hardware, wie zum Beispiel Panzer. In 2 Tagen wird Polen seinen Antrag auf Militärhilfe bei der NATO stellen und Deutschland wird diesmal nicht blockieren. Allerdings ist allen bewusst, dies ist nur der erste Schritt. Amerika rechnet mit mindestens 2 europäischen Divisionen. Das sind bis zu 20.000 Soldaten. Und niemand weiß im Augenblick, woher die kommen sollen. Die USA haben ihren Entwurf für eine neue Irak-Resolution ein weiteres Mal überarbeitet und wollen ihn noch am Abend dem UN-Sicherheitsrat vorlegen. Er sieht die Aufhebung der Sanktionen mit Ausnahme des Waffenembargos vor. Die Verwaltung des irakischen Vermögens soll den USA und Großbritannien übertragen werden. Wie es heißt, will Washington bereits morgen darüber abstimmen lassen. Rund 1000 Iraker haben bei einer Demonstration in Bagdad die schnelle Bildung einer Übergangsregierung gefordert. Die Führung des Landes müsse jetzt von den Irakern selbst in die Hand genommen werden, hieß es auf der Kundgebung. Die Menschen versammelten sich in einem vorwiegend von Schiiten bewohnten Stadtteil vor einer sunnitischen Moschee. Damit wollten die beiden Volksgruppen Einigkeit demonstrieren.
In der nordisraelischen Stadt Afula sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen. Nach israelischen Angaben wurden 48 verletzt. Eine 19-jährige Attentäterin hatte versucht, in ein Einkaufszentrum einzudringen. Eine Sicherheitsbeamtin hinderte sie daran. Die Frau zündete daraufhin im Eingangsbereich einen Sprengsatz und riss die Beamtin und einen weiteren Menschen mit in den Tod. Es war bereits der 5. Selbstmordanschlag in Israel innerhalb von 48 Stunden. Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus wollen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien enger zusammenarbeiten. Die Innenminister der 5 Staaten haben bei einer Konferenz im spanischen Jerez de la Frontera beschlossen, eine gemeinsame Gruppe von Fahndungsexperten einzurichten. Diese soll auch Aktionen gegen illegale Einwanderung und organisiertes Verbrechen ausarbeiten. Die Innenminister wollen sich künftig alle 3 Monate treffen. Nach dem Erfolg der beiden großen Regierungsparteien bei der gestrigen Parlamentswahl in Belgien stellt sich der liberale Ministerpräsident Verhofstadt auf eine 2. Amtszeit ein. Seine Partei will die Koalition mit den Sozialdemokraten künftig ohne die Grünen fortsetzen. Liberale und Sozialdemokraten gewannen Stimmen hinzu. Die Grüne Partei erlitt starke Verluste und scheiterte an der 5%-Hürde. Die scheidende Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation Brundtland hat gefordert, die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen SARS zu verstärken. Zum Auftakt der WHO-Jahresversammlung sagte sie, ihre Organisation müsse schneller über das Auftreten von neuen Infektionskrankheiten informiert werden. Neben der Lungenkrankheit SARS stehen AIDS und eine Rahmenkonvention gegen das Rauchen auf der Tagesordnung in Genf. Zu Beginn der Jahresversammlung der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Die Delegierten aus 192 Ländern mussten bestätigen, kein Fieber gehabt zu haben. Eine mehr symbolische Gesundheitskontrolle. Die Lungenkrankheit SARS ist hier das Thema. Wie kann sie bekämpft werden? Weltweit sind über 7.800 Menschen an SARS erkrankt. Die Epidemie sei zwar rückläufig, so die Genfer Gesundheitsexperten, aber es gibt auch Neuerkrankungen in China. Prinzipiell muss man jetzt so schnell wie möglich in China alle Fälle schnell erkennen, isolieren, gut behandeln. Man muss Kontaktpersonen herausfinden und die quarantinisieren. Das funktioniert, wie in anderen Ländern gesehen wurde, aber da bleibt noch viel zu tun in China. Von dort kommen jedoch auch gute Nachrichten. So gingen heute in Hongkong wieder rund 380.000 Grund- und Vorschulkinder zum Unterricht. Wochenlang waren die Schulen wegen SARS-Ansteckungsgefahr geschlossen gewesen. Natürlich könne die Epidemie beim geringsten Versehen wieder ausbrechen, heißt es. In Genf warnt ein Seuchenexperte: Wir müssen diese Seuche zurückdrängen. Nur so können wir verhindern, dass SARS wie AIDS und Tuberkulose zur dauernden Bedrohung wird. Hatten wir bisher Erfolg? Die Zeit wird es zeigen. Wir glauben, wir hatten schon erste Erfolge. Aber die Weltgesundheitsorganisation warnt, es wird auch in Zukunft neue unbekannte Infektionskrankheiten geben. Nach den schweren Busunfällen in Ungarn und Frankreich hat Bundesverkehrsminister Stolpe angekündigt, dass Reisebusse schärfer kontrolliert werden sollen. Mit dem Bundesverband der Busunternehmer will er kurzfristig über mögliche Verbesserungen der Sicherheit reden. Vor knapp 2 Stunden verunglückte in Schleswig-Holstein ein dänischer Reisebus. Dabei wurden mehrere Jugendliche verletzt, darunter 2 schwer. Nach Polizeiangaben kam der Bus bei Kiel von der regennassen Straße ab und stürzte eine Böschung hinunter. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 20. Mai. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die kommenden Stunden in weiten Teilen Bayerns vor unwetterartigen Gewittern. Damit einher gehen orkanartige Böen, Hagel und starke Regenfälle. Der Grund: über uns prallt warme Luft im Südosten auf deutlich kühlere Luft im Westen. Beispiel: im Chiemgau wurden heute 26 Grad gemessen, in Aachen nur 13. Vom Atlantik kommen weitere kühle Luftmassen. Gewitter gleichen diese Temperaturunterschiede aus. Die Wolken ziehen in der Nacht nach Osten. Zwischen Erzgebirge und Alpen entladen sich weitere kräftige Gewitter. Morgen ist es mal mehr, mal weniger stark bewölkt. Immer wieder muss mit Schauern gerechnet werden. Stellenweise sind am Nachmittag weitere Gewitter möglich. Dort, wo es Schauer und Gewitter gibt, sowie in höheren Lagen, entwickeln sich stürmische Böen aus West bis Südwest. Heute Nacht 7 bis 13 Grad, morgen 13 Grad an den Alpen und 21 Grad in Brandenburg. Die Aussichten: auch am Mittwoch ist es wechselhaft, vor allem im Norden und in der Mitte fallen Schauer, die Temperaturen sinken weiter. Am Donnerstag kommt im Norden Regen auf, im Süden gibt es dagegen sonnige Abschnitte.